am Mittwochmorgen ist es Bergfest und Ihre Morgenfamilie startet mit Ihnen in den Tag mit RTL Guten Morgen Deutschland. So, Maxi, Richtung Berge müssen wir auch mal schauen, denn es gibt Hochwasser, vor allem im Süden. Ja, vor allen Dingen im Süden. Die Schneeschmelze kommt noch dazu. Und es wird heute in Landshut durch die Isar ziemlich gefährlich. Da steigt der Pegel noch weiter. Und auch natürlich die Donau, besonders bei Neuburg, haben wir im Visier. Alle Infos dazu, die Bilder bei uns in den News und natürlich, Maxi, bei dir im Wetter. Unsere Reporter sind live für Sie vor Ort. Außerdem diese exklusive Geschichte, Polizei gegen Gaffer. Das sind doch mal schöne Aussichten. So, und jetzt zu Starkoch Jamie Oliver. Bei dem sieht es nicht ganz so schön aus. Der hat Insolvenz angemeldet. Seine Restaurantkette ist pleite. Ja, der Brite, der gilt als einer der bekanntesten Köche der Welt, hat hier auch bei uns in Deutschland super, super viele Fans. Ja, kochen kann er. Aber wie kann so ein berühmter Koch eigentlich pleite gehen? Seine Fans sind geschockt heute Morgen. Und wir wollen jetzt mal wissen, was ist denn da bei ihm passiert und wie geht es für den fünffachen Vater jetzt weiter? 6.33 Uhr und er hier will einen Song mit Schlagerkönigin Helene Fischer machen. Da hinten ist er. Capital Bra, das ist der zurzeit erfolgreichste Sänger Deutschlands. Die Hits des Rappers aus Berlin sind insgesamt schon mehr gestreamt worden als die von Weltstar Sheeran hier in Deutschland. Er hat hierzulande mehr Nummer 1 Hits als die Beatles. Und mit seiner Version von Dieter Bohlens Cherry, Cherry Lady hat er auch schon einen Hit gelandet. Und jetzt macht er das nächste Ding? Ja, jetzt kommt also ein Schlager-Rap-Song von Capital Bra und Helene Fischer. Ist da wirklich was dran? Bei uns spricht er zum ersten Mal über seinen Mega-Erfolg. Alles Gute dafür. Und das hier, das ist auch eine bekannte Schauspielerin, eine sehr bekannte Schauspielerin. Aber wer ist denn diese blonde Dame hier? Gucken Sie mal ganz genau hin. Also die braunen Augen sind geblieben, aber die Haare sind nicht mehr braun, sondern die sind jetzt blond. Es ist Christine Neubauer und die hat mal so Tabula Rasa oben gemacht. Alles neu, macht der Mai, sagt man ja auch. Wir haben das große Umstyling mal mit der Kamera begleitet und zeigen Ihnen auch, wie Ihr Freund auf die neue Christine reagiert. Welche Christine gefällt dir besser? Ich glaube, brünett. Ich finde es irgendwie. Hat dich nicht so geflasht, das Blond? Doch, also ganz anders. Aber ich fand es irgendwie vorher. Vielleicht muss man sich auch einmal dran gewöhnen. Natürlich. Sie hatte so schöne, lange, braune Haare. Aber das Gute ist ja, man kann ja immer hin und her färben. Wir Mädels haben da ja alle Möglichkeiten. Und jetzt zu Deutschlands neuem Superstar, der ist zurück im Altersheim. Also DSDS-Gewinner Damian Herbrücken, der besucht nämlich seine alte Arbeitsstätte. Und auch hier liegen ihm die Damen zu Füßen. So. Schließlich war er ja vor seiner Gesangskarriere für alle Familienersatz, Putzfrau, Pfleger, oft auch Entertainer. Darum kämpft der Sänger jetzt dafür, dass der Job Altenpfleger endlich mehr Anerkennung bekommt. Und zwar so. Richtig so. Es ist das in deutschen Drogerien meist geklaute Produkt, Milchpulver für Babys. Und dahinter steckt eine Mafia, die jedes Jahr einen Schaden von 10 Millionen Euro verursacht. Diebesbanden klauen Milchpulver und verkaufen es nach China. Wie die Täter dabei vorgehen, das haben unsere Reporter jetzt aufgedeckt. Starkoch Jamie Oliver hat Insolvenz angemeldet. Dieser junge Mann, der nun wirklich kochen kann, aber seine Restaurantkette ist pleite. Der Brite gilt als einer der bekanntesten Köche der Welt, hat ja auch bei uns in Deutschland viele Fans. Ja, und genau die fragen sich natürlich, wie kann so ein berühmter Koch überhaupt pleite gehen? Wir wollen heute Morgen genau das wissen, was ist passiert und wie geht's für den fünffachen Vater jetzt weiter? Offene Worte einer jungen Frau, die durch DSDS bekannt geworden ist, aber nicht gewonnen hat. Ganz anders bei ihm. Er ist Deutschlands neuer Superstar, DSDS-Gewinner Darwin Herbrücken. Jetzt besucht er seine alte Arbeitsstätte, geht ins Altersheim und auch hier lieben ihn alle. Ja, wir sehen es, die Damen liegen ihm zu Füßen, denn vor seiner Gesangskarriere, da war Darwin für alle dort ein Familienersatz, Putzfrau, Pfleger und oft halt auch der Entertainer. Und darum kämpft der Sänger jetzt dafür. Ganz, ganz toll, dass der Job Altenpfleger verdienterweise endlich mehr Anerkennung bekommt. Und sauber. Wäre doch mal ein richtig super Gewinn hier. 1000 Euro. Ja, die hat jemand gewonnen, ne Maxi? Genau. Und wer das ist, das steht bei vinario.de. Herzlichen Glückwunsch. Sie denken dran, wir haben ja diese Woche noch das Mega-Technik-Paket
mit Smartphone, Smartwatch, Tablet für Sie hauen wir am Freitag raus und weiterhin jeden Tag 1.000 Euro. Rufen Sie jetzt an und nennen Sie uns einfach das Glückswort morgen unter 01379 4040. Wir wünschen viel Glück. Ja, und einen schönen Tag. Punkt 12. Heute die Kollegen mit den nächsten Informationen. Katja freut sich auf Sie. Und wenn Sie wollen, wir wären dann morgen kurz vor 6 wieder da. Ja, natürlich. Danke für heute. Wollen Sie, ne? Bis morgen. Das ganze Team. Tschüss.